So sieht er aus, der neue Mini. Mit einem Festaktenwerk Oxford feierte BMW die Weltpremiere der nächsten Generation des Kultautos. Äußerlich wurde der Mini nur dezent verändert. Die Mini-Identität bleibt unverkennbar. Doch dieser Mini ist ein komplett neues Modell. Der erste Eindruck, er ist gewachsen. Sein Raumangebot wurde dementsprechend erweitert. Ich bin mir sicher, dass die Marke Mini parallel sich weiterentwickelt wird mit der Produktlinie von Mini. Und das steht vor allen Dingen für wesentlich mehr Substanz. Mit dem Fahrzeug, was wir heute vorstellen, werden wir eine neue Technologie ins Kompaktsegment einführen. Und Sie werden sehen, dass sich das auch auf die Markenentwicklung übertragen wird. Unter der Haube steckt eine vollkommen neue Mini-Motorengeneration. Der Einstiegsbenziner und der Dieselmotor sind erstmals Dreizylinder. Zusammen mit der Mini Twin Power Turbo-Technologie bieten sie verbesserte Fahrleistungen bei stark reduziertem Verbrauch. Als Lifestyle-Flitzer steht der neue Mini ganz im Zeichen der digitalen Vernetzung. Als erstes Fahrzeug seiner Klasse kann man ihn mit fest installierter SIM-Card ordern. Facebook und Twitter sind immer mit an Bord, ebenso Hörbücher oder Musik von Napster. Dazu gibt es optional fast alles, was zum Premium-Segment dazugehört. Ein Head-Up-Display, Personenwarnung mit Anbremsfunktion, ein radargestützter adaptiver Tempomat, Verkehrszeichenerkennung und, und. Hier in Großbritannien schlägt das Herz der Mini-Produktion. In drei Werke hat BMW in den letzten Jahren über 750 Millionen Pfund investiert. Wir haben in die Lackiererei investiert, wir haben in jeden Bereich der Fabrik investiert, um sie auf einen neuesten technologischen Stand in Richtung Produkt, Prozess oder auch Nachhaltigkeit, Umweltschutz zu bringen. Diese Investitionen sind Teil der internationalen Wachstumsstrategie der Marke Mini. Allein im Werk Oxford fertigen fast 4000 Mitarbeiter täglich bis zu 900 Mini. Insgesamt liefen hier schon weit über 2 Millionen Mini-Fahrzeuge vom Band. Im Jahr 1959 sorgte der allererste Mini für eine Revolution des Automobilmarktes. Der Mini wurde zu einer Stilikone. Und das ist der Mini auch heute noch. Ein Trendsetter für Kreative, der inzwischen in mehr als 100 Länder exportiert wird. Ab März 2014 steht der neue Mini bei den Händlern.